Herzlich willkommen, liebe Gitarrenfreunde, beim ersten Beitrag im Jahr 2022. Heute möchte ich euch eine besondere Fender Jazzmaster zeigen. Wie ich ja schon öfter erzählt habe, habe ich ja eine lange Pause von über 30 Jahren gemacht und als ich im Jahr 2017 wieder begonnen habe, mich intensiv mit Gitarre zu beschäftigen, habe ich wieder neue Gitarren gekauft. Die erste war eine Les Paul, es musste eine Les Paul sein, das war eine günstige Goldtop. Eine Tribute, die habe ich dann aber sehr bald gegen eine richtige Goldtop eingetauscht, aber darüber will ich heute nicht reden, sondern über diese Gitarre. Das war nämlich die zweite, die ich mir nach der langen Pause geleistet habe. Warum eine Jazzmaster? Ich habe damals eine Stratocaster gehabt, das war die einzige Fender, die ich noch hatte von früher und ich habe begonnen, mehr Jazz zu spielen, Jazz-Standards, in Chord-Melody-Versionen selbst zu spielen und habe damals irgendwie auch noch nicht so richtig den Durchblick gehabt, das muss ich schon ehrlich gestehen. Und ich dachte mir, Jazzmaster, das ist vielleicht auch ganz gut geeignet, um Jazz zu spielen. Es sollte sich herausstellen, dass das nicht so ist. Ich habe diese Gitarre im Internet gesehen und die hat mir auch gleich gefallen. Sie hat ja einen ganz langen Namen. Fender Jazzmaster American Special aus der Magnificent 7 Serie mit Bixby. Also kann man sich ja kaum merken. Aber diese Magnificent 7 Serie kam 2016 raus und es waren 7 besondere Fender-Modelle, die sich von den üblichen deutlich unterschieden haben. Fender hatte sie ja in den Jahren darauf dann mit den Parallel Universe Serien zur Spitze getrieben und hat dann ganz ungewöhnliche Gitarren produziert. Aber das war so ein Vorläufer davon. Was ist an der anders als an der normalen Jazzmaster? Vor allem das Bixby. Die Jazzmaster hat ja eine Tremolo-Konstruktion normalerweise, die relativ filigran ist und die auch viel Kritik geerntet hat. Mir persönlich war die nicht so sympathisch. Ich dachte mir, mit dem Bixby ist das sicher besser, stabiler und das funktioniert auch ganz gut. Damit bin ich recht zufrieden. Die Gitarre kam in 3 verschiedenen Farben. Insgesamt gab es von jeder dieser Magnificent 7 Fenders nur 500 Stück. Und die 500 Stück waren aufgeteilt auf 3 Farben, auf dieses wunderbare Candy Apple Red, wie ich meine bekommen habe. Dann gab es ein Olympic White und ein Ocean Turquoise, also ein hellblau türkiser Ton, auch sehr schön. Aber es war gar nicht so einfach, diese Gitarre zu kriegen. Die war so schnell ausverkauft, in Österreich gar keine Chance. Und ich konnte dann eine in England bestellen und das war eben diese. Und dann meine ersten Erfahrungen mit einer Jazzmaster. Die waren sehr positiv, aber auch negativ. Was war das Positive? Von der Ergonomie her ist die Jazzmaster großartig. Die Gitarre liegt perfekt am Körper, die ganze Bespielbarkeit ist wirklich perfekt. Also ich habe mich, auch mit der Verarbeitung war ich extrem zufrieden. Wirklich eine schöne Gitarre. Aber der Ton hat mir überhaupt nicht gefallen. Die original eingebauten Single Coils waren mir viel zu dünn und haben ganz stark Nebengeräusche aufgefangen und gebrummt. Also ich kam mit diesen Tonabnehmern einfach nicht richtig zusammen. Dann habe ich mich auf die Suche gemacht und fand schließlich bei The Creamery, eine kleine Manufaktur in England, die handgewickelte PUs macht, die Möglichkeit, Humbucker in Form von Jazzmaster Pickups zu erwerben. Und die habe ich mir dann schließlich einbauen lassen. Und jetzt ist der Brumm weg und das Ganze klingt einfach wärmer, weicher, viel mehr der Ton, den ich mir gewünscht habe. Hätte ich mich vorher erkundigt, hätte ich schon gewusst, dass man Jazz mit einer Jazzmaster eigentlich nicht spielt. Aber man lernt ja immer dazu, das ist ja das Schöne dabei. Die Gitarre hat damit jetzt einen sehr eigenständigen Sound. Man darf das nicht mit einem Humbucker-Sound wie in einer Gibson vergleichen, weil die Zusammenstellung geschraubter Hals, die Hölzer, die verwendeten, sind doch ganz anders. Also es ist schon ein Fender-Ton, aber ein ganz anderer wieder, als man von der Jazzmaster vielleicht gewöhnt ist. Ich habe auch auf dieser Gitarre Flatwounds installiert, also geschliffene Saiten. Ändert den Ton natürlich auch wieder. Und auch mal vielleicht kurz rein, welche Töne diese Jazzmaster jetzt produziert. Den Jazzmaster-Ton, den man sich erwartet, produziert am ehesten noch der Steg-Pickup mit einem sehr höhenbetonten, klaren Ton. Während es dann am Hals-Pickup schon deutlich wärmer wird. Also ein sehr schöner Ton, den man dann auch für Jazz verwenden kann, wenn man vielleicht noch ein wenig die Höhen zurückregelt.
Ja, die Chessmaster und Chess, eine unvollendete Geschichte. Aber ich bin dann kurz drauf zu den Archtop-Gitarren gekommen und damit klingt das Ganze für mich viel echter und viel besser. Und ich fühle mich auf den Archtop-Gitarren in diesem Musikgenre wesentlich wohler. Und in der nächsten Folge werde ich euch meine Lieblings-Jazz-Gitarre vorstellen. Also danke fürs Dabeisein und schaut wieder rein. Und solltet ihr noch nicht abonniert haben, wir haben schon 150 Abonnenten. Es können noch mehr werden. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.